Ungewöhnliche Besetzung kann man da auf dieser Plattform, wie im Beitrag eben erwähnt, auch finden. Und um solche geht's jetzt auch bei der nächsten Musik, aber am besten hören Sie selbst. Lieber Tango von Astor Piazzolla, mal in einer Version für Harfe und Saxophon. Toller Klang, wie ich finde. Das Jerusalem-Duo war das. Und normalerweise erlebt man Hilla Offeck und André Zirlin, die beiden Musiker, die hier in Frankfurt leben, im Konzert, aber auch sie sind im Homeoffice quasi. Aber dennoch machen sie weiter für ihre Zuhörer Musik. Wie? Darüber spreche ich jetzt mit André Zirlin am Telefon. Hallo. Hallo, guten Tag. Wie würde denn eigentlich dieses Wochenende bei Ihnen aussehen, wenn es diese Corona-Krise nicht gäbe? Wie wäre das für Sie? Also an diesem Wochenende hätten wir ein ganz besonderes Konzert im Bochumer Kunstmuseum spielen sollen. Da hätten wir ein Stück von einem renommierten Komponist Gilad Hochmann aufführen sollen. Das Stück wurde auch für uns speziell geschrieben. Aber es wurde natürlich wegen der Corona-Krise abgesagt oder so wie wir das gerne sehen, auf ein unbekanntes Datum verschoben. Das ist ja ein Schock für alle Musiker, auch alle anderen Künstler in diesen Tagen, die nicht auftreten können. Sie haben aber jetzt gesagt, okay, wenn schon die Konzertsäle zu sind, dann geben wir eben auf der heimischen Treppe Konzerte. Wie kam es denn zu dieser Idee? Wegen die Corona-Krise bleiben nicht nur wir zu Hause, sondern alle zu Hause und auch unsere Nachbarn. Und
Wir dachten, dass es wird einfach eine schöne Idee, die Stimmung von unseren Nachbarn ein bisschen zu heben. Und dann haben wir uns entschieden, einfach mal im Foyer zu spielen, sodass alle die Türen aufmachen. Damit können sie auch den 1,5 Meter Abstand halten. Und so was ein bisschen Schönes für unsere Nachbarn zu machen, ein bisschen Schönes für unsere Gemeinde zu machen. Das, was wir machen können. Und auch eine Chance für uns aufzutreten, wenn kein Konzert stattfindet. So ein Treppenkonzert, das ist aber nicht nur was für die Bewohner in Ihrem Haus, sondern das Ganze gibt es morgen auch im Internet. Wann kann man Sie denn da erleben? Genau, also man kann uns tatsächlich live erleben. Dafür muss man unser Freund auf Facebook und auf Instagram sein. Das heißt, wenn Sie uns ein Like schenken auf unser Facebook-Profil Jerusalem Duo oder auf Instagram, dann können Sie einfach am Sonntag um 18 Uhr dabei sein und das Konzert live genießen. Und für diejenigen, die das nicht live sehen können, werden wir das Video später auch auf YouTube hochladen. Lassen Sie uns noch mal auf Ihr Duo selbst schauen. Harfe und Saxophon, das ist ja keine typische Besetzung. Wie kam es denn dazu, dass Sie diese Kombination gewagt haben? Ja, das ist wie alle gute Sachen, alles passiert ohne Absicht. Hila, also mittlerweile meine Frau, sollte in einem Konzert spielen mit einem Flötist, der leider krank war. Und dann habe ich kurz gesagt, so fast als eine Witz, lass uns mal zusammenspielen, da keiner wird es merken. Und so war es tatsächlich. Ich habe gespielt bei dem Flötist auf meinem Sopransaxophon, keiner hat es gemerkt. Und wir dachten, boah, das funktioniert. Und so haben wir das einfach mal weitergemacht. Und so ist es. Welche Musik ist denn aus Ihrer Sicht spannend für diese Besetzung? Oder machen Sie einfach alles, was Sie interessant finden, passend und arrangieren die dann entsprechend für Ihre Besetzung? Ja, genau so. Also wir unterscheiden nicht zwischen Musik. Also für uns gibt es nicht Klassik, Klezmer, Jazz oder so. Für uns gibt es nur gute Musik oder alles anders. Und zum 95% der Fälle arrangieren wir alles selbst. Man kann es auch so sehen, dass es gibt nicht so viel Repertoire für unser Ensemble als negativ. Wir sehen es aber als positiv, weil das ermöglicht uns zu spielen alles, was wir wollen. Und wenn Sie mal einen Rat brauchen, wenn Sie was arrangieren und wissen wollen, könnte das gut ankommen beim Publikum, haben Sie gute Ratgeber? Zwei ganz wichtige Leute. Der erste ist mein Vater, der lebt in Israel. Ihm schicken wir alle Arrangements, die wir machen, um so check. Und das zweite ist natürlich Georg Feldmann, unser Mentor, unser Lehrer und unser Opa, der uns so, so viel beigebracht hat und noch beibringt. Sie sind ja zu zweit, deshalb können Sie weiter arbeiten. Trotz Corona-Krise entwickeln Sie gerade neue Projekte. Was planen, was proben Sie gerade? Ja, also natürlich arbeiten wir weiter und nutzen diese Zeit, um uns zu entwickeln und zum neuen Programm zu arbeiten. Übrigens, das ist noch ein Grund, unseren Nachbarn zu danken, dass sie nicht beschweren über das ganze stundenlang Musik, die von unserer Wohnung kommt. Aber wir arbeiten an einem Programm, das Stücken mit Stil der Thema und Variation zusammen wird. Ich würde nicht alle Überraschungen verraten, kann ich aber sagen, dass einer dieser Stücke ist ein Stück von der Godfather der Musik, Johann Sebastian Bach wird. Und ganz sicher werden wir demnächst diese Musik auch bei uns in H2 Kultur hören. Vielen Dank, André Zirlin vom Jerusalem Duo, für das Gespräch. Und wie gesagt, morgen Nachmittag um 18 Uhr, da findet das nächste Treppenhauskonzert der Musiker statt, das Sie auch im Internet abrufen können.
Musik für Harfe und Saxophon. Das Jerusalem-Duo hat dieses Lied, als die alte Mutter sang, von Antonín Dvořák für diese Besetzung eigens bearbeitet. Ungewöhnliche Besetzung, muss man sagen, aber sehr reizvoll, wie ich finde. Ja, und morgen spielt das Duo live auf der heimischen Treppe in Frankfurt. Und jeder, der Lust hat, kann das Ganze im Internet mitverfolgen. Schauen Sie einfach mal auf die Seite des Ensembles.